Willkommen zurück zu einer neuen schmuddeligen Folge Mafia 2. Freut mich, dass du da draußen wieder reinschmuddelst und natürlich auch ein Dankeschön an all die schmuddeligen Menschen, die das letzte Video bewertet haben. Komm schon, hier muss es doch irgendwo so einen kleinen schmuddeligen Playboy geben. Warum sind die Dinge auf einmal so selten, hm? Kann mir das irgendjemand erklären? Ein kleiner Playboy für den alten Vito. Mehr will er doch gar nicht. Ja, in der letzten Folge haben wir das Crazy Horse, einige sollten den Namen kennen, niedergebrannt, abgefackelt, zerstört und vernichtet. Es gibt allgemein hier ziemlich viele Filmreferenzen und Bezüge und Easter Eggs und Anlehnungen und whatever. Aber eine ganz andere, sehr, sehr wichtige Sache. Warum ist mein Auto hier so demoliert? Leute, ich würde mich freuen, richtig, wenn ihr das Video mit einer kleinen, knackigen Bewertung unterstützen würdet. Nehmt euch die Sekunde für Mafia 2. Tut es nicht für mich. Tut es für Vito. Der Mann war im Knast, der Mann war im Krieg. Ein bisschen Unterstützung wäre schon ganz nett. Okay, weiter geht's. Wir müssen irgendjemanden töten. Holy shit. Also die Bremsen sind mies. Richtig mies. Ja, jetzt kannst du auf einmal bremsen, ne? Jetzt geht's. Natürlich, wenn das Spiel sagt, du musst, dann musst du eben. So, Jungs, räumen wir auf. Hey, was habt ihr hier zu suchen? Wir sind der Scheiße-Spur gefolgt. Nächster. Ha, sehr gut. Euch mache ich kalt. Joe, pass auf! Danke, Kleiner. Scheiße, die haben Kanonen. Macht sie fertig! Verflucht, knall ihn ab! Gib mir Deckung, Vito! Es hieß keine Kanonen, Bruder. Keine verfickten Kanonen. Lass mich abhauen! Ich gehöre nicht zu denen. Okay. Ich gehöre nicht zu denen. Ja, du bist auch so unsterblich. Gib mir Deckung, Vito. Noch ein Treffer und er ist tot. Du bist mausetot! Schleich dich von hinten an. Das ist alles? Dann blüht ihr was. Jetzt ist er fällig. Okay, gehen wir mal hier rum. Scheiße Abmarsch. Du bist tot, Mistkerl. Alter, warum halten wir denn so viel aus? Klasse. Freunde, was habe ich denn dabei? Keine Munition, super. Ich habe meine Shotgun nicht mehr dabei. Ah, ich habe noch die Mücke. Bin so, stolz auf mich. Warum bist du stolz auf dich? Wegen dir stecken wir mal wieder in der Scheiße. So, RIP. Gib mir Deckung. Ihr sitzt in der Falle, kreist den Bastard ein. Wir haben keine Chance gegen uns. Wow, 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 oh mein Gott. Einmal hier wieder eine dicke Lippe riskiert und schon kriege ich wieder auf die Fresse. Könnte tot sein, könnte aber auch noch leben. Los, los, ich gebe dir Feuerschutz. Gib acht, Vito. Mehr kannst du nicht. Irgendwie die anderen leisten das gar nichts. Was übrig, Arschloch. Los, Vito, los, hier mache ich alles alleine. Los jetzt! Zack, zack! Scheiße, bin ich gut! Die brüllen nur zack, zack und ich arbeite. Hast du Schiss, Arschloch? Okay, der Kunde ist tot. Los, los, los! Wir sehen uns in der Hölle! Fick dich! Achtung, 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 Achtung! Alter, Alter, komm schon! Die haben aber nur Pistolen, ne? Die haben nur Pistolen. Was wirklich verdammt doof ist. Ich geb dir Deckung. Los! Mann, du schießt ja beschissen. Ja, der wackelt die ganze Zeit rum. Der hat irgendwie so einen Anfall. Ich geb dir Feuerschutz. Beweg dich. Oh, guter Schuss.
Ich kann nichts dafür, dass der Gegner da drüben dumm ist. Bin wieder da. Was? Oh nein, Scheiße, ich muss nochmal durch, doch oder? Gar nichts aus. Ich muss, glaube ich, jetzt nochmal... Ey, das ist so... Also das ist echt heftig in dem Spiel. Kann man nicht mit einer Karre durchfahren? Gib mir Deckung. Die nächste Kugel ist für dich. Weil ich auch irgendwie alles allein mache. Verfluch, du sollst mir Deckung geben. Scheiße, Abmarsch. Versuch's nur, Schwanzgesicht. Gefühlt machst du hier alles alleine. Weiter so, Vito. Das Schwein hat mich erwischt. Mist. Jetzt hab ich dich. Guck mal, keiner stirbt, ne? Die werden angeschossen, aber niemand stirbt durch meine Jungs. Alter, das war ein Slide. Ach, so eine verdammte Scheiße. Komm schon, zeig dich. Lass dir was einfallen, beeil dich. Ja, will nicht raus, die kleine Ratte da hinten. Na, es ist vorbei. Nee, es ist nicht, es geht weiter. Nächste Runde. Gib mir Deckung, du Teufel! Alter, Joe, du Hacker. So, der ist weg. Karte aus dem Jenseits. Renn. Komm raus aus deinem Rattenloch. Einmal durchladen. Oh, jetzt eine Granate oder sowas, ne? Das wäre so gut. So verdammt gut. Los, ich geb dir Deckung, Vito. Los, Vito, los geht's. Leg ihn schon um. Was zum Lutschen, Wichser. Was zum Lutschen, Wichser. Was für Sprüche hier sind. Los, Vito! Ich glaube, der ist tot, oder? Keine Ahnung. Leich ist. Für ein paar Biker. Für so einen Schrauberclub sind die aber ganz schön robust. Einer lebt noch. Gib mir Deckung, Vito! Boah! Übel. Einfach nur übel. Und das alles nur für so einen verdammten Playboy. Darum geht's hier. Es geht nur um einen scheiß Playboy. Das sind die Playboy-Kriege. Wir haben gute Männer dabei verloren. Oh Gott, da hinten ist eine riesige Armee. Lauft, lauft! Die Mafia kommt. Ich geb dir Deckung. Ab jetzt. Ab jetzt. Schleich dich von hinten. Bleib gefälligst am Leben, Mann, bis der Kampf vorbei ja ist. Beschissen. Deckung ab jetzt. Los, Rito, los geht's. Keiner schießt, nur ich, ne? Merk mich, du Arsch! Ab und zu Steve. Oh, 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 der hat eine gute Waffe, der Kollege. Du bist Mausetor! Junge, ich muss hier hoch. Ich brauch die Knarre da vorne. Komm schon. Los, los, los. Ich geb dir Deckung. Yes! Hast du das beim Militär gelernt? Ja. Spezialeinheit. Wieder mal einer abgekratzt. Okay, jetzt kommt aber noch eine Runde. Weil die Schweine gehen ja nicht auf. Los, los, ich geb dir Feuerschutz. Wie seid ihr schon hier vorne? Ihr wart doch eben gerade noch hinter mir. Gib mir Deckung, Vito. Gib mir Deckung, Blödmann. Los, ich geb dir Deckung, Vito. Okay, ihr wollt Deckung. Ich hab's gehört. Danke fürs 400 Mal sagen. Ich weiß, dass du da bist. Fick dich! Alles klar? Wir kriegen ihn.
Lass mir doch was übrig haben. Raus aus deinem Rattenloch. Alles klar bei euch? Langziehen, gut ab. Gib mir Deckung. Alter, geil, eine Flinte. Es ist vorbei. Das wird ja immer besser hier. Das Schwein hat mich erwischt. Mist. Weiter so, Vito. Oh mein Gott. Okay, nee, kannst du vergessen. Ich geb dir Feuerschutz, beweg dich. Gib mir Deckung, Arschgesicht. Alter, wenn die dich treffen, ne, das tut so scheiße weh. Lass dir was einfallen, beeil dich. Scheiße, bin ich gut. Das war doch ich, Alter. Ich mach die ganze Arbeit. Du machst... Oh Gott. Mr. Shotgun. Du machst gar nichts. Okay, du machst gar nichts, Kollege. Ich baller mir hier den Hintern blutig und du machst einen Scheißdreck. Nicht schlecht. So, hier habe ich ein bisschen Schuss drin, deswegen nehmen wir das hier. Wartet mal, geht's hier oben entlang? Anscheinend schon. Ist zwar ein bisschen unnötig, aber ja, geht. Das hier ist schwer aus dem Ruder gelaufen. Das wird Eddie gar nicht gefallen. Eddie wird's verstehen. Was hätten wir tun sollen, uns umlegen lassen? Diese verdammten Arschlöcher machen jetzt keine Schwierigkeiten mehr. Nie wieder. Und was jetzt, Steve? Jetzt? Jetzt fahre ich nach Hause, esse ein Steak, nehme eine Dusche und gieß mir einen hinter die Binde. Na dann, viel Spaß dabei. Joe und ich haben noch was vor. Wir sehen uns später. Scheiße, wo nehmen wir die zwei Riesen für Eddie her? Sag mal, wie viel könnte so eine Karre bringen? Mann, Vito, du bist ein Genie. Diese Babys sind nicht billig. Ich wette, für den hier rückt Derek mindestens einen Riesen raus. Okay, ich bring das Baby zu Derek. Wir treffen uns im Falcon. Klingt gut. Bis dann in der Bar. Alter, so ein Hot Rod sieht schon mega gut aus. Hätte ich auch gerne. Oder, Alter, sieht geil aus. Der Motor ist halt so fett. Alles klar, wir müssen einen Hot Rod verkaufen. Und Derek will ihn haben. Ja, die Schießereien, allgemein das Gameplay von Mafia finde ich eigentlich gar nicht wirklich gut. Das eben gerade war typisches Moorhuhn-Schießen. Aber um fair zu sein, die Leute bejubeln ja immer Red Dead Redemption 1 und 2. Wirklich anders ist das Gameplay da auch nicht, was das Schießen angeht. Du hast deine Waffen, du ballerst die Gegner halt weg. Natürlich in Red Dead gibt es noch ein paar geile Animationen, dadurch wird das Ganze ein bisschen aufgelockert, aber trotz allem ist es halt Moorhuhn-Schießen. Gegner ploppt auf, du schießt, Ende. Solche Spiele hier, die leben eher von der Atmosphäre und von der extrem dichten und geilen Story. Aber ich muss schon sagen, die Figuren hier in Mafia wachsen einem halt sehr stark ans Herz. Oh oh, das war nicht gut. Wir wollen ja nichts Kaputtes abliefern, ne? Och komm, Alter, zieh doch jetzt hier nicht bei mir rüber. Lass den Kollegen hier doch mal durch. Okay, hier drüben könnte man reparieren gehen, aber ich glaube, ist egal. Der nimmt den Hot Rod auch komplett zerlegt. Boah, der Motor ist fucking laut. Der ist wirklich fucking laut. Achtung, ich will keine Bullen jetzt. Eigentlich ist der Tempomat die bessere Bremse.
direkt vor. Wir müssen natürlich nochmal Bullen sein. Egal, wir müssen oben entlang. Ich dachte, wir müssen hier runter, aber nein. Ja, wie es scheint, müssen wir oben entlang. Okay, hier geht es runter. Alles klar, hier ist gut. Gut, Derek. Nur für dich, Alter, nur für dich. So, oder? Geht das? Ah, muss der genau mittig stehen? So, aber jetzt steht der wirklich perfekt. Der steht perfekt. Vorsichtig, Jungs, ja? Das Scheißding ist teuer. Oh, jetzt rüber zu Eddie. Ich habe aber keine 2000 dafür bekommen, ne? Also kann ich die 50 Dollar, die ich mit Zigaretten verdient habe, jetzt auch noch abgeben oder wie? Was ist denn hier los? Knack das Ding. Die Karre gehört wahrscheinlich auch noch Derek. Wo ist es denn? Ah, so tief unten. So. Smith Mainline. Schicker, roter, kleiner Flitzer. Der einfach nur gut aussieht, oder? Delta Radio. Ah, ich liebe das Radio. Aber ich hatte jetzt bei zwei Folgen Probleme, wo ich nicht mal weiß, ob ich den Part wieder zurückbekomme. Jetzt gehört er nicht mehr mir, sondern irgendeiner Plattenfirma. Und die verdienen damit Geld. Und da sagen die Leute immer, Artikel 13. Ey, Leute, sowas gab es schon die ganze Zeit, was Urheberrecht angeht. Das gibt es schon die ganze Zeit. Ich hätte das auch bei Sunset Overdrive. Und das verdirbt einem schon mal ein bisschen den Spaß. Und wenn man Einspruch einhebt, kann immer noch die Chance bestehen, dass sie dann sagen, ach was, der will auch noch aufmucken. Ja, dann verbieten wir den ganzen Part. Hier, Strike. Ist halt immer ein bisschen kritisch mit Musik. Da sind die sehr, sehr sensibel. Früher war das richtig krass. Ich weiß noch, GTA oder sowas. Da haben sogar Netzwerke gesagt, yo, wenn du GTA spielen willst, kannst du machen, aber Musik aus oder Saints Row oder sonst irgendwelche Spiele, die eben Lizenzmusik hatten. Aber dann hatten wir damals einen Deal. Naja, egal. Und? Hier das Geld. Da bin ich aber erleichtert. Diese verdammten Halbstarken. Jetzt wissen sie, wie der Hase läuft. Gute Arbeit, Jungs. Euer Anteil. Danke, Eddie. Brauchst du uns noch oder war's das für heute? Ich hätte noch was zu erledigen. Geht ruhig. Heute liegt nichts mehr an. Ich melde mich, wenn ich euch brauche. Jo, Meister. Was darf es denn sein? Was nehme ich denn? Ein Kaffee. Ein Kaffee, wach werden. Bitte sehr. Ich muss wach werden. Hast du auch irgendwie was zu snacken? Ein Sandwich oder sowas? Brandy, Whisky, Wein. Mm-mm. Leider nicht. Ein Burger oder so wäre geil. Doch bald wieder, Sir. Jojo, mach ich, Kumpel, mach ich. Gibt's hier vielleicht noch so ein kleiner Toiletten-Playboy? Unter Freunden hat man das eigentlich so gemacht. Normalerweise hat man damals unter Gentleman die Playboys auf dem Klo liegen lassen. Damit der Nächste sich auch bedienen kann. Aber hier ist nix. Eddie! Du sitzt ja sogar hier noch rum. Aber er schweigt. Er hat nichts zu sagen. Gar nichts. Okay, hier kann man auch nicht durch. Na gut, dann
Wollen wir mal weiter. Er sitzt immer noch da hinten, auch wenn jetzt hier neue Gäste sind. Arrivederci. Warum ist hier der Italiener, der eine Bar besitzt oder ein Restaurant? Man weiß es nicht. Achtung, Vorsicht, Vorsicht, das sind Bullen. Das Miese ist, ich glaube, ich komme hier nicht mal rüber. Durch die Hecke, oder? Egal, ich ziehe jetzt hier rein. Einsortiert. Das war legitim. Geisterfahrer und dann, schwupps, einsortiert. Wow, 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 wow. Das ist übel. Entschuldigung, Lady. Diese verdammten Bremsen. Ich muss den Tempomat einfach nutzen. Den zieht's besser runter. Neue Klamotten wären auch mal wieder ziemlich nice. Sie rennt direkt los. Sie sieht mich und denkt sich, das ist der wahnsinnige Vito. Ich verpiss mich direkt. Ich find's geil, dass man hier beim Kopfsteinpflaster auch merkt, dass man hier Kopfsteinpflaster befährt. Das ist irgendwie ein ganz cooles Ding. Wie, ich bin immer noch nicht da. Waren wir so weit weg? Achtung, Bullen. Es gibt hier zu viele Bullen. Vollidiot! Mache gefälligst die Augen auf! Mache gefälligst die Augen auf, eh? Bist du dumm oder was? Ja, ich bin dumm. Ey, Vorsicht! Wow, hey, meine Tür! Wo bin ich denn überhaupt darüber? Muss ja hier hin. No parking. Ja, aber für mich schon. Oh, ein kläffender Köter. Unangenehm. Super, super unangenehm. Oh, endlich daheim. Es war ein harter Tag. Oh, yes. Dankeschön. Jetzt kann ich in Ruhe ins Bett. Genau so was braucht ein Mann, um einzuschlafen. Kapitel 9. Balls and Beans. Ist hier ein Playboy? Ne, ist irgendwas anderes. Geh ans Telefon. Ja, 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 ist ja gut. Ist ja gut. Hallo? Vito, wir haben hier ein Problem. Schnapp dir eine Knarre. Wir treffen uns in der Bar und sieh zu, dass du einen anständigen fahrbaren Untersatz dabei hast. In Ordnung. Bin gleich da. Ja. Das war's dann mit meinem Sonntag. So sind meine Sonntage auch immer. Jo, schnapp dir eine Knarre, eine Karre und dann wird gemordet. Was nehme ich denn? Na. Vegas Pack. Yeah, Baby. Heute bin ich ein Cowboy. Gut, Freunde, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewertung dalassen. Bis zum nächsten Mal und... Tschüss.